Sulla von Theodor Birth. Sprecher Jan Köster. Das Schicksal der Gracchen entschied sich in der Stadt Rom selbst, auf dem Forum und Kapitol. Nunmehr treten wir wieder aus der Enge auf die weite Fläche der Kriegsgeschichte hinaus. Die römischen Adler ziehen über die Alpen, über das Meer. Neue Figuren wandeln vor uns, deren Größe sich kaum in den Rahmen dieser Porträtaufnahmen fassen lässt. Man müsste mit Projektionsapparaten ihr Bild in Übergröße an die Wand werfen. Volk und Senat. Durch die Gracchen war das Souveränitätsbewusstsein der Volksmasse in der Hauptstadt gewaltig gesteigert und der Volkstribun war fast wie ein König. Hinfort stehen sich die zwei Parteien schroff gegenüber. Die Volkspartei, die die Staatsverfassung jeden Augenblick durch Volksbeschlüsse abzuändern bei der Hand ist, und die konservativen Senatoren oder die Optimaten, die diese unruhig aufflutende Macht niederdrücken wollen und sich dabei ständig vor einem Tyrannen fürchten, der aus dem Volke emporsteigen könnte. Die Partei der Ritter hält vorläufig zur Volkspartei. Denn Gaius Gracchus hatte sie politisch konstituiert. Die Entartung des Pöbels steigert sich noch. Die Italiker, die italischen Landstädte aber stehen immer noch grollend beiseite. Dazu kommen nun auf einmal auswärtige Kriege. In Afrika vergreift sich der Beduinenkönig Jugurtha frech an Rom. Jugurthas Schwiegervater aber war König Bochus von Mauretanien und damit tritt Marokko, das ist Mauretanien, zum ersten Mal in die Geschichte ein.